Wen sehe ich denn da? Wen sehe ich denn da? Salut, mein Bruder. Geht's Ihnen gut? Natürlich, ich muss dich auch sitzen ein bisschen. Wie geht's Ihnen, Sir? Hervorragend. Wunderbar. Und wie läuft's hier? Ich kann nicht klagen. Wir sind mannstark aufgestellt und versuchen, unsere Arbeit fachgerecht zu machen. Wie läuft's bei euch? Was ist das denn für eine Profi-Aussage? Ich muss doch jetzt. Ich bin sehr doch Chief stark. Of Justice. Sehr natürlich. Sehr stark. Und also, tut sich schon viele böse Buben einsperren? Eigentlich ist es in der Regel so, dass die meisten Bösen ein Gerichtsverfahren direkt beantragen, vorbeikommen, innerhalb von 15 Minuten freigesprochen werden und sich denken, hochlebe die Justiz. Aber natürlich die, die wirklich schuldig sind, kommen auch ins Gefängnis. Also sagen Sie, läuft alles korrekt? Natürlich läuft alles korrekt. Also es kommen ja auch nur Leute zu uns, die sagen, ich bin unschuldig, ich will vor den Richter. Die anderen gehen einfach schnell rein, trainieren 10 Minuten, sind wieder draußen. Sie kennen das doch. Ja, ja. Deswegen habe ich mich natürlich abgesichert und habe natürlich, soll ich das sagen, von dem einen oder anderen hochrangigen DOJ-Mitarbeiter die ein oder andere wilde Partynacht auf Kamera. Natürlich nicht von Ihnen oder Sie kennen die auch nicht, aber ich habe mich natürlich abgesichert, wissen Sie. Das ist weise. Wobei ich sagen muss, ich kenne Sie jetzt sehr lange und ich glaube, Sie haben noch nie auch nur einen Rechtsfall gehabt, wo ich Ihnen wirklich helfen musste. Sind ja ein Mann mit reiner Weste. Ja, ich ja, aber meine Leute überfallen gerne Kiosk für nix und machen gerne Minus. Das passiert leider. Ja, und das gab aber ja das sage ich Ihnen auch mal, ne? Zeit. Wenn meine Leute irgendwelche Kiosk und irgendwelche 24-7 einen auszurauben aus Jux und Dollerei, weil Geld brauchen diese Arschlöcher nicht. Einsperren. Sperren Sie die Dreckschweine bitte ein. Alle einsperren. Hohe Haftstrafe, Sie haben von mir grünes Licht. Die dreifache Haftstrafe draufballern auf dieses Schweine. Das ist sehr ich rede über meine eigenen Leute, ja? Ich weiß, wie streng Sie sind. Alle wegsperren. Wir mit diesen ganzen kriminellen Gesindel nichts zu tun haben. Das werden wir uns so notieren. Herr Jäger, haben Sie das so aufgenommen? Ja, natürlich. Perfekt. Oh, Jäger. Das. Bisschen blauer, hä? Korrekt. Sehr gut, Herr Jäger, das salutiere ich nochmal. Nein. Haben Sie ein Gott Fahrzeug, sehen. Wie ich hier wegkomme? Natürlich, ich gebe Ihnen eins. Sie sind doch der Beste. Herr Jäger. Ja. Du bist korrupt? Nein, ich bin nicht korrupt, weil ich sonst wäre ich nicht so lange im PD. Okay, das ist auch wieder richtig. Ja, weil hättest du jetzt Ja gesagt, hätte ich dich natürlich direkt bei Amsterdam gemeldet, ne? Ja, klar. Amsterdam, der ist auf jeden Fall nicht korrupt. Ne? Ich habe den gefragt gerade. Ich habe gefragt, wollen wir ein paar Geschäfte? Nein, er ist nicht korrupt auf jeden Fall. Danke für die Prüfung. Gut, von das Ihnen, Herr Jäger, habe ich auf jeden Fall auch keine Bilder, ne? Können Sie ganz entspannt sein. Nein, das werden Sie doch nie haben. Ich bin der Letzte, der irgendwie hier rumcringe oder sonstige Sachen. Gehen Sie nicht ins Bordell mal einen wegstecken, mal. Nee, ja, Gottes Willen. Dann sind Sie ja unantastbar. Nee. Leider ja. Sonst hätte ich ihn schon längst unter Druck gesetzt. Sehr gut. Also keine Schwachstellen, der Jäger. Nee, bis jetzt. Oh, Herr Adams, wie geht's Ihnen? Hier los? Wir entspannen uns vor dem DOJ. Hey, wer bist du denn? Das ist Herr Tiger Adams. Hi, ich bin Tiger. Tiger, was machst du hier? Kooperierst du etwa mit den Cops? Nein, ich bin von da drüben gekommen, hab meinen Fuß behandeln lassen, aber mit den Cops, ich mach alles mit den Cops. Freund und Helfer. Sehr gut. Du verhältst das natürlich auch an die Cops. Ich auch, ne? Ich direkt. Wunderbar. Ja, Tiger, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich war mal Anwalt, direkt alles. Pompacke. Stimmt, zu meiner Anfangszeit waren Sie noch als Rechtsbeistand tätig. Richtig. Wenn ich ohne Anwalt hingehe oder mit Tiger, ich krieg alleine weniger. Wenn ich mit Tiger als Anwalt gehe, du kriegst einfach mehr Strafe, wie vorgesehen war. Wie kannst du denn das machen? Ich war der beste Anwalt. Ich habe Leute rausgeholt, die Leute umgebracht haben. Weißt du, stimmt das, Amsterdam? Stimmt das? Fragen Sie Amsterdam. Ich gehe stark davon aus, er war berüchtigt als Anwalt. Das war, er hat genau aufgehört, wo ich kam. Wir haben die Fackelübergabe gemacht. Du warst berüchtigt als Anwalt, Tiger? Ja, er und der Bitcoin. Sie haben sogar Bitcoin zu einer Anwaltslizenz bewogen. Ja, ich hab Bitcoins Anwaltslizenz geklärt. Der konnte die Fragen nicht, haben wir ein bisschen. Ah, also warst du auch so ein korrupter Anwalt. Ich die Besten. Sehr stark. Das ist natürlich sehr lange her, deswegen sowas mache ich natürlich nicht. Ja, jetzt seid ihr nur noch Autotune, habe ich gehört. Ne? Ihr tut ein paar Kisten. Ja. So, ne? Ja, guck hier links, guck dir das Auto an. Ich muss gleich reparieren. Vorne Haube, ein bisschen kaputt, weißt du? Wunderbar. Kundenfahrzeug natürlich, ne? Wir sind arm. Wir haben solche Autos nicht. Wir haben gestern $15.000 Poker gespielt, lügt doch nicht. Macht's gut, ne? Passt auf euch auf. Escalade steht zu Ihnen. Dankeschön. Ich passe auf den auf. Ich springe noch wieder zurück, Amsterdam. Danke. Amsterdam. Tiger, mach's gut, Jäger. Adios. Jo, hau rein. Hört auf, wir sind nicht im Laden. Jungs, was soll denn die Scheiße Nachbar, hier? Nachbar, hast du Probleme? Genau, Nachbar, es tut mir leid, wir wollten hier kein Nagels. Nein, alles gut, aber dieser. Jäger hier, Nachbar. Hey, Nachbar, ich hab gesagt, wenn was du sagst, ne? Alles gut, das war gerade nur ein Streit zwischen uns. Es tut mir leid, als wir Lärmbelästigung gemacht haben. Nein. Ich wollte gucken, dass bei dir alles in Ordnung ist, um Gottes Willen. Nein. Alles super. Der Deichmann, der Box ist der gut. Ja, der Deichmann ist der Gute. Deswegen, wenn Nachbarschaft hier einer hier aus der Reihe tanzt, dann kriegt er ein paar in die Fresse hier. Herr General, an welche Zahl haben Sie heute gedacht? Ich habe immer noch Zigarren genug von dir, mein Bruder. Du hast mir. Nee, oh, sorry. Die wurden mir alle gerippt. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht.
253. Okay. Boah, du bist ja der Beste. Darauf erstmal eine Zigarre. Und wie geht es Ihnen, der Herr? Mir geht's immer gut. Wie geht's euch? Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist die Hauptsache. So, der Tag, an dem es mir schlecht geht, ist der Tag, wo ich sterbe, meine Herren. Das hört sich gut an. Wunderbar. Das ist echt ein gutes. Wunderbar. Zitat. Und bis dahin immer schön fleißig masturbieren. Macht's gut, Männer. Ne? Bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank nochmal, sehr gerne. Wir suchen uns gerne wieder. Immer gerne. Ich hab noch eine PD-Rechnung da. Salut. Du kannst mir überweisen, ja? Hallo. Hast du meine Nummer? Salut, General. Ja, ja. Wann sieht ihr wieder scheiße aus? Ja. Und, wir machen mal Ansage von Dings General. Habt ihr mit den Geschäftsleuten schon gesprochen? Gestern Abend haben wir noch mal kurz mit denen geschnackt. Ja, was sagen die? Da meinten die auch kurz und knapp, es geht halt um diese Keramikpistolen. Alter, war ich doch da? Nein, ich bin gegangen. Nein. Nee, das war danach, ich war nicht da. Ne? Genau. Ich war da mit Levin. Mit Über. Es geht halt um die Keramikpistolen. Die sollen halt wirklich nur als. Ja, weiß ich alles. Perfekt. Was ist mit dem Kriegsvertrag wegen der Route? Gibt noch einen. Ich weiß nicht, ob okay, und wo ist Frank überhaupt? Wo ist Frank? Gute Frage. Ja, Leute, wo ist Frank? Nicht da. Hat der nicht gestern hier gestanden, ja, die dürfen uns nicht angreifen wegen der Route? Und dann später stehen die Leute fucken und so. Achso, General und weil wir denen ja Scheiße erzählt haben. Wer hat Scheiße erzählt? Ja, weil wir ja gesagt haben, ey, wenn ihr die Route fordern wollt, kommt mit den Geschäftsmännern hierher. Ne, weil das ja von Frank die Ansage war, dass das ja so gesagt wurde. Und daraufhin haben die halt irgendwie Kontakt mit denen gesucht. Hat sich herausgestellt, dass das nicht der Wahrheit entstimmt. Ey, was ist los mit Frank mit seinem Scheißgelaber? Der labert nur noch Scheiße, der soll die Fresse halten langsam. Was hat er gesagt? Ich hätte gesagt, wegen Krieg machen wir keinen Kokainverkauf mehr? Ja, Karim. Wo ist Karim? Hat er gesagt, ich hab das gesagt. Karim. Alter, die Leute stehen hier nur rum und atmen hier die Luft weg. Redet doch mal. Ja, also wie ich gesagt habe, Karim hat zu mir gesagt, Frank meinte gestern, wir verkaufen nichts mehr wegen der Sache mit Kaufpass jetzt. Und wer hat das denn entschieden? Er oder was? Ja, deswegen habe ich nicht gehört, ich weiß es nicht. Ey, guck mal, Frank hat gar nichts. Guck mal, ab jetzt, Frank entscheidet gar nichts mehr hier. Nix, null, gar nichts. Der fragt mich Sachen, der General hat gesagt, wenn du Anwesen verlässt, muss er mich fragen vorher. Tschüss. Was ist das für ein Müll hier? Ja, Bruder. Können uns nicht angreifen, können nicht dies, können nicht das. Wo hat er seine Nummer? Infos her, Bruder, von WhatsApp-Gruppe? Was denn? Eine Nummer. 382. Wallah, Frank, am Nachkommen, Stan, nur Halbwissen, der Typ, Alter. Nein. Doch, die waren gerade auf dem Dach von uns. Also, die waren auf dem Dach, aber... Also, ich habe einen Hebel über euch das Beste. Ne? Waren die auf unserem Anwesen drauf und sind wieder raus? Ja, auf dem Dach. Dann könnt ihr doch gar nicht mehr besser in die Folie. Ja, dann kann ich mich aus. Ich habe mich extra nicht ausgestattet, deswegen. General Kafkas wollte Kokain kaufen. Da kann man ihm blasen, kannst du ihm sagen. Perfekt. Gib mal Nummer von einem von diesen Kafkas. Ich sag ihm persönlich, dass er mir blasen kann. Ich kann ihm die Nummer geben, die mich angerufen hat, wo Samen kaufen wollte. Nee, wer will denn Kokain kaufen? Ja, der will Samen kaufen. Ich denke, dass es Kokain ist, oder? Ja. Aber er kriegt doch keine Kokasamen, hä? Was hat das denn mit Neutralität? Das ist meine Route. Was brauchst du? Gib mir mal die Nummer von der. Ja. Was träumt ihr denn, dass ich von meiner Route den Samen gebe, dass sie auf meine Route gehen, diese Fische? 210. Ich brauche ein Handy, warte. Hier, General, nimm meins. Deine Nummer? 458. Ja. Ja, wer denn? Gib mal die Nummer. 1210. Wie heißt er? Ich glaube Frank, ich hab's nicht richtig verstanden. Okay. Wie, wer bin ich? Warte kurz. Stimmt. Habt ihr noch eine Nummer von irgendeinem von? Ja, ich hab noch eine. Hallo? Was gut? Moment. Hallo? Richie, du bist, oder? Ich bin's, Hallo? Richie. Grüß dich. Was geht? Was geht? Du bist wer? Chuck. Von Frank? Kaukas. Frank? Chuck. Ah, Chuck, weil mir wurde gerade Frank gesagt. Wie geht's? Gut und selber. Wunderbar. Ich rufe an wegen den Samen. Da war irgendwas wegen Samen. Wolltet ihr fragen?
Ja, wir stehen ja gerade im Krieg, das hast du, glaube ich, mitbekommen, oder? Ja. Und zwar, und dann habe ich noch gehört von, dass ihr die Samen vertreibt, also für alle Routen. Richtig. Und ich wollte nachfragen, wie das aussieht. Wir stehen zwar im Krieg, aber ich denke, das Geschäft von den Samen sollte neutral sein, oder? Ich denke, da kriegt halt jeder Zugriff drauf und jeder soll Samen kaufen können, oder? Natürlich. Ja, das war meine einzige Frage eigentlich vorher. Und da hieß es, wir sollen auf dich warten, weil du das entscheidest. Nur eine wichtige Sache, also das Samen-Business hat nichts mit den Routen zu tun. Das ist ein separates Business. Ja, genau, deswegen. Und ich verkaufe nur die Samen an die Leute, denen die Route gehört. Das heißt, wenn ihr die Kokain-Route von uns erobert, dann kriegst nur du von mir Kokain-Samen. Okay, so läuft das, okay? Genau. Ich dachte, jeder kann irgendwie Samen kaufen und du verteilst dann die ganzen Leute die Samen. Nein, das wäre Blödsinn. Da würden ja alle Routen gefickt werden, verstehst du? Also die Routenbesitzer bekommen dann von euch immer die Samen, okay? Genau. Also MOB zum Beispiel wird direkt beliefert und die können dann natürlich ihren Arbeitern, ihren Leuten diese Samen weitergeben. Okay, perfekt. Ja, das war schon. Okay. Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn wir uns heute nochmal sehen, kann ich dir eine Ladung von meinem Samen geben, mein Lieber. Wäre sogar gratis, wenn du möchtest. Alles gut. Alles klar, bis dann. Behalten. Super. Gut, ciao. Ey, die Leute sollen ausstehen. Oder? Alle ausstehen hier. Aufstellung ist gleich. Sie sollen den Arsch hier bewegen. General, eine Dame von Grace sitzt bei uns am Sofa. Die will auch reden. Keine Ahnung, was die will. Von Grace? Yep. Andere Seite. Und dann kannst du sonst nochmal dich melden, wenn du dann gleich da bist. Okay, was geht's ab? Hallo, die Dame, hallo. Vielen Dank. Hi. Shakira, Grace, wohl Kokain kaufen. Shakira? Ja. Waka waka, Waka waka, Das sehe ich das Öfteren, ja. Wunderbar. Was möchte sie kaufen? Kokain? Kokaina. Ja, genau. Dann, was sie braucht. Ja, sie holt ihm das gleich, das Geld. Ich mache ihr das Paket fertig und dann machen wir das in einem Wunderbar, Stunden. Alles klar. Dann ist doch perfekt. Vielen Dank dann und bis gleich, ja. Alles klar. Waka waka, bis später. Am besten schreibst du noch eine SMS, dann habe ich deinen Namen, ja, damit ich weiß, wer da anruft. Wunderbar, danke dir. Ciao, ciao. So, aufstellen jetzt hier. Hey, und Hightech. Ja, General. Deine Aufgabe ist es nur, ja, hier zu beobachten, ob uns jemand gleich ficken will. Wenn einer hier reinkommt, schießt auf seine Mutter. Hast du Knarre? Ja, ja. Gut, wenn wir Ausstellung machen, dass sie uns jetzt nicht hier Base raiden. Seid ihr Funk 368? Wir sind hier, wir stehen noch einen Meter neben dir. Na, tamam. Ey, und die anderen von Animas auch. Nimm dir die iTech, die sollen komplett bewachen, ganz anwesend. Nimm dir die alle, teil die ein. Ja. Ist Fette da? Ja, ich bin hier. Ja, ich wollte schon sagen, schickt die Hodja zu verhandeln. Ich wollte nicht annehmen. Ich wollte sagen, der ruiniert euch doch, wenn der für euch verhandelt. Das geht doch nicht. Roger ist nur Soldat, das ist nur zum Schießen. Sehr gut, sehr gut. Und für die gute Laune war da immer was. Ganz genau. Jetzt haben wir hier einen erreicht von den Geschäftsleuten, damit wir hier endlich diesen Kriegsvertrag machen können. Ola, ola. Ja, sehr gut. Schönen guten Abend, Geschäftsmann. Grüß dich. Kurze Regel vorab. Seid nicht respektlos. Werdet ihr respektlos, haben wir ein Problem. Okay? Wir sind im Frieden hier. Okay, prima. Gut, dann fange ich einfach mal an, ja. Wallet, komm, setz dich nämlich. Jawohl. Wenn es keine Einstimmigkeit gibt auf gewisse Punkte, dann behalte ich mir das unter Vorbehalt natürlich mit meinen Geschäftsmännern, welche Punkte wir... Nein, die sind korrekte Jungs. Also OC sind korrekte Patent Jungs, die Kafkas. Ne? Also, während wir da verstehen. Auf RP, keinen Nenner kommen, dann OC, gucken wir weiter. Aber meistens kommen wir mit den Geschäftspartnern auf einen Nenner oder entscheiden dann selber, was richtig und was falsch ist. Was hier wichtig für die Stadt ist und was nicht richtig oder wichtig für die Stadt ist. Irgendwelche Fragen diesbezüglich? Nein, ne. Sehr gut. Gut, dann habe ich mir notiert, es geht um den Kriegsvertrag, um die Kokainroute. Richtig. Fangen wir mit einer Anzahl der Kämpfer an. Kafkas kann entscheiden. Best of 3. Machen wir. Gut. Jungs. Die Forderung ist einmal die Kokainroute. Aber da steht leise. Was wollen wir fordern? Im Gegenzug, was bietet Kafkas an? Wie lang? Wie viel? Warte,
Ja, das muss halt der Richie sagen, ne, was er dann da will. 18,5 Millionen Dollar, bitte. 18,5 Millionen Dollar. Das ist doch eine Verhandlung. Ich fang hoch an, jetzt kommt ein Gegenbetrag. Dann gehe ich mal runter auf 200.000 Dollar. Hodja, was hast du gesagt? 1 Million weniger? Okay, 17 Millionen für dich, Hodja. Wie gesagt, ich bleib bei 200.000. Wie 200.000? Das verdiene ich am Tag. Wie 200.000? Ja, das ist die Koksroute. Geschäftsmänner, was ist denn, habt ihr die Werte festgelegt oder gibt's aktuell keine? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das wie die alten Routen sind. Es ergibt keinen Sinn. 200.000 mache ich am Tag, da nehme ich doch nicht. Ja, 200.000 auf keinen Fall. Boah, 200.000 am Tag. Wie gesagt, gut. Das ist ja eine Verhandlung. Du kannst ja nochmal ein Gegenangebot sagen, ne? 3 Millionen Dollar. Ich gehe auf 500.000. Okay, 2,8 Millionen Dollar. 550. 2,6 Millionen. 600.000. Letztes Angebot. 2,4 Millionen. 600.000. 600.000. Kleine Sekunde, ich schreibe eine SMS, bevor ihr hier. Ja, ich weiß. Check erst mal ab, was du bekommst. Du hast es ja mitbekommen. Manage, macht doch Spaß mit euch. Vielleicht sagt er uns gleich, es geht gar nicht, Jungs. Also, ich weiß doch. Ich warte mal, was der uns jetzt sagt. Dann machen wir. Ich fand aber den Schlagabtausch echt interessant. Ja, ich wollte eigentlich weitermachen, so, keine Ahnung. Ja, dann mach weiter. Der ging ja nicht weiter, du hast gesagt, letzter Preis. Verhandlungen sind gescheitert, leider. Okay, wollen wir schon mal andere Punkte besprechen, solange wir das mit Preis nicht wissen? Das wollte ich auch gerade fragen. Ja, richtig, genau. Was fordert ihr im Krieg? Was möchtet ihr haben, was möchtet ihr nicht haben? Dann kommen wir euch entgegen. Wie kommen euch entgegen? Fangt ihr ruhig an, kein Problem. Fangen wir mal mit dem Punkt an, wann die Kriegszeit sein soll. Was also, wollt ihr heute einen? Wann soll gefightet werden? Ab morgen? Was sagst du genau? Wir können wir von heute Cousins wollen, dann können wir auch ab heute. Ja, heute machen wir auf jeden Fall einen Fight. Ein Fight heute, okay. Auf jeden Fall, ja. Dann würde ich sagen, ab heute ist Kriegsbeginn. Sobald wir mit der Verhandlung fertig sind. Ab dem 7. Achso, ab morgen geht's. Okay, ja. Nee. Mit oder ja, ohne Zwischenfalls. Ab heute, oder? Ab heute, genau, heute, ja. Ab heute genau, erster ab Kampf, heute oder? Genau. Ja. Warte kurz, Kassel, was meinst du? Keine Ahnung, können wir mal 21.30 Uhr. Nee, mach 40. 20 ist doch, nee, 20.30 ist gut. Bruder, wir haben 20.40. Wie 20.30, willst du für die Vergangenheit reisen, Bruder? Er sagt 20.30, wie soll das gehen, Bruder? 21.30. Ab 21.07.03. 21.30. Heute ein Fight. Jawohl. Auf hinten, ja. Alex, mein Bruder jetzt. Ey, haut mal alle ganz viel Liebe für meinen Bruder Alex in den Chat. Ja, aber wir machen heute Alex, 49 ja, Monate, I love you, mein Bruder. Jetzt okay, haut mal dann Liebe für Alex. Heute ein Fight. Restliche und restlichen. 49 Monate, mein Bruder. I love you, Alex, mein Bruder. Morgen, den 8. Ab 21.30 Uhr oberhalb von Observatorium ist es schon. Genau. Sie, Herr Manu. Oberhalb. I love you, mein Bruder. Der Preis beläuft sich auf 2 Millionen Dollar. 2 Millionen? Autsch. Zieh zurück. Also 2 Mio, das ist schon. Hört sich gut an. Wirft die Koksroute so viel Gewinn ab, oder was? Ja, deswegen habe ich doch so hoch angesetzt. Ich sag doch. Ist doch nur Geld, ja? Aber wenn ihr den Sport. Du die dann? Der Geld, der ich der meine, Geld. Jeder hat ein bisschen Geld bekommen von uns. Plus, ihr habt vorher auch ein bisschen erwirtschaftet, gehe ich mal von aus. Weil Kriege sind teuer, meine Damen und Herren. Ja, man darf nur die rote Farbe. Man muss ein bisschen wirtschaften, damit man. Auch ein Teil der Geschäftspartnerschaft hat. Also, vor allem, wenn man eine Route bewirtschaftet, muss man auch ein bisschen liquide sein. Ja, wir sind flüssig wie Wasser, gar kein Problem. Ja, passt das ja mit 2 Millionen. Dann machen wir 2 Millionen. Die haben Schock gekriegt. General, die sollen prüfen, ob das Geld wirklich haben. Eine Frage, Geschäftsmann: Müssen die das vorher bei Ihnen einzahlen? Ja, bitte, ne? Das muss vorher natürlich bei Ihnen gesichert sein. Das ist ja gar kein Problem. Wunderbar. Dann gibt sie die 2 Millionen Feuer bei mir ab. Nicht, dass ihr dann irgendwie Kredite oder so aufnehmen müsst. Ich muss lachen.
Alles klar, machen wir weiter, oder? Wo gefightet wird, ist klar, oberhalb vom Observatorium. Genau. Ja. Ich habe selber Schock gekriegt. Maximale Fights, heute auf jeden Fall ein Fight, Rest morgen. Genau. Equipzeit spielt eigentlich für heute keine Rolle, weil ab 21.30 Uhr oberhalb vom Obse. Ab morgen die Equipzeit, wenn es dann morgen zum 1:1 kommen sollte, würde ich sagen, halbe Stunde, nachdem die letzte Person abgezogen wurde. Oder freigelassen worden ist. Passt. Ja, Klamotten würde ich sagen. Kleine also Sekunde. Wir bleiben so. Ja, wir haben extra blau angezogen. Wir haben extra schon umgezogen. Okay. Scheiße, ich weiß nicht, wo das hieß, Bruder. Wir haben blau an. Löwe. Okay, wir wie sieht's aus mit Zwischenfights? Wir würden dem zusagen. Keine Wallet. Kleine Sekunde, ganz kurz, ich trage die Sachen vor. Da, und dann der letzte Punkt ist der Punkt mit zusätzlichen Regeln. Ja, wir warten auf dich. Sowas wie Zwischenfalls oder sonst was ansprechen, ja? Der nächste Punkt wäre, Equipzeit habe ich gerade gesagt, 30 Minuten nachdem die letzte Person entfesselt wurde, ja? Der nächste Punkt wäre Interieur. Das heißt Chickenfabrik auf Dächer nicht, aber halt Sachen oder Gegende, wo man rein kann. Zum Beispiel im Motel kann man das auch rein. Kaffkasse als Route gefordert. Ich gehe davon aus, dass Kaffkasse Autos ein Schwill, oder? Auch Schrott. Nee, nee, ohne Interieur. Ohne. Natürlich. Das zieht den Kampf nur unnötig in die Länge. Natürlich. Kein Interieur, perfekt. Ortswechsel campen an einem Ort. Haben wir 15 Minuten? Ja, 15 Euro? 15, 10? Wie komm, wir wollt. Treffen uns in der Mitte, 10 Minuten. Okay. Also kompletter Ortswechsel, ne? Ja, also wenn, Meter, Beispiel, also ne, wenn ihr zum Beispiel 10 Meter auf der Sandyback-Spitze, 10 Minuten auf der Sandyback-Spitze seid, dann müsst ihr halt da runter, ne? Nach 10 Minuten, Beispiel. Alles klar. So, kommen wir zum nächsten Punkt, Zwischenfights. Oh, okay, Command, was wollen jetzt keine. Ja, wie gesagt, wir würden dem halt zusagen, ne? Zwischenfights. Wir haben nicht so viele Waffen. Also da würde ich gerne was zu sagen, ne? Menes, ich würde gerne Zwischenfights machen, nur was ist hier mit Waffenlieferungen in dieser Stadt? Wie sollen wir das machen, Menes? Wir kriegen gar nichts. Ab morgen kriegen wir alle Waffen wieder von Kali anscheinend. Dann können wir ab morgen gerne Zwischenfights machen. Also heute erstmal, ich würde sagen nein, weil wie gesagt, mit dem, was wir gekriegt haben, müssen wir erstmal auskommen. Da kommt nichts mehr nach. Sehr guter Punkt. Ja, dann machen wir so. Da sind wir auch ein bisschen schuld dran, aber Geschäfte sind viel, ne? Ihr seid nicht die einzige Familie. Keine Zwischenfights, bitte. Ja gut, was haltet ihr denn davon, dass wir sagen, heute ein Fight ohne Zwischenfights? Und lass ab morgen... Lass uns die doch einfach rauslassen. Morgen am Ende kriegen wir keine Waffen. Es kommt nichts, die können nicht. Bruder, also... Hätte ich Lager wie vor ein paar Tagen, kein Problem. Von morgens bis abends hätten wir fighten können. Nur jetzt, ein, zwei Zwischenfights verlieren, kann sein, dass man morgen gar nicht mehr antreten kann. Versteht ihr, was ich meine? Steht nicht mal, genau, da hat der Herr recht, weil es steht nicht mal fest, ob morgen der Verkauf schon stattfindet oder guck nicht. Guck mal. So. Aber das ist doch eure Schuld, nicht unsere. Ja. Machen wir mit einem Blick hier? Ja, klar, es ist deren Schuld. Also, wir müssen natürlich darauf reagieren, Menes. Wir können doch nicht sagen, es ist deren Schuld, trotzdem fighten wir. Stellt euch vor, wir verlieren zwei Zwischenfights. Wir könnten ja nicht mal mehr zu den großen Fights antreten, weil keine Waffen am Ende da sind. Nein, keine Zwischenfalls. Wenn ihr in einer Woche einen Kriegsvertrag macht, macht so viele Zwischenfalls wie ihr wollt. Problem. Das ist schon ein wichtiger Punkt, der gerade angesprochen wurde. Da tut es mir für die Herrschaften von Kafkas leid. Ja. Ihr wollt heute keine machen, dann können wir ja morgen welche machen. Ob ihr die eingeht, ist ja aber eine andere Sache. Doch, die sagen doch gerade, es kann sein, dass ihr morgen auch keine Waffen bekommt. Versteht ihr? Es geht schon um die Zwischenfights. Es geht darum, wir können ja zwei Zwischenfights gegen euch verlieren, aber dann auf einmal haben wir kaum noch Waffen, um die richtigen Fights zu machen. Ja, dann müsst ihr die ja nicht eingehen. Fertig aus. Gut, okay, dann ja, so deswegen sagen wir doch keine Zwischenfights. Deswegen gehst du ja auch nicht ein, Schwester. Ey, Bruder, die was hältst du davon, wenn wir sagen, Zwischenfights nur mit SNS-Pistole? Dein Bruder, lass doch mal. Wo will er die SNS herbekommen? Okay, wir lassen. Lass wir lassen. Alles gut. Alles gut. Egal. Hätten wir noch Dings, ist doch kein Problem. Bruder. Lager sieht aus wie Wüste, Bruder. Ist ja nicht nur bei uns, ist ja bei jedem so. Gut, keine Zwischenfalls. Außerdem, dass von meiner Seite aus wäre das sonst. Nee, es gibt noch einen Punkt, ja. Erzähl. Du Punkt? Darfst reden. Ich höre haben wir für nicht. Morgen die Uhrzeit festgelegt? Ja, welchen Punkt meinst du? Geht? Hä? Ey, Wally, ach stimmt, guter Punkt, morgen. Morgen, wann die rausfahren? Ab morgen, machen wir ab Dings. 21 Uhr, 20, 30 oder so. 20, 30, 21 Uhr passt alles, was ihr wollt. Ihr sagen, 30 ist gut, oder? Ja, 20 Uhr 30 kann man machen. Passt. Schon über Obster sein, ne? Yes. Ja.
Aber eins im Chat, habe ich recht oder nicht? Ich würde Zwischenfalls machen, aber bei, wir haben keine Waffen, gut, wir kriegen nichts. Was irgendwelche Punkte machen? Noch? Ansonsten lese ich einmal den Kriegsvertrag dumm, vor. Bruder, dann wären wir ja dumm. Wenn ach, du denkst ja noch irgendwas? Wallet, habt ihr noch was? Habt ihr was mit Becky? Macht die Becky Besetzung? Das können wir ja dann entscheiden, ob ihr ja, das macht oder von dem. Also wenn ihr das wollt, was wir jeder wie er will einfach. Okay. Was soll ich sagen? Wenn wir es machen, machen wir einfach mit einem Becky, wenn ihr überhaupt, wenn ihr machen würdet. Ne? Becky nicht. Wenn ihr das, guck mal, wenn du mit drei fighten willst, fighten mit drei, wir fighten. So wie wir fighten wollen, fighten wir so wie okay, ihr. Okay, okay. Ja, ist doch gut, ist doch gut, ja. Okay. Kann jeder wenn ihr eine so Taktik seine... haben, kann jeder genau, seine Taktik genau. anwenden, klar. Warum nicht? Wir machen diese Taktik. Okay, die dann gehe ich davon genau, aus, dass genau. keiner weitere Punkte hat. Dann lese ich einmal vor. Das ist Kriegsvertrag um die Kokainroute, Best of Three. Es geht um zwei, entweder die Kokainroute oder 2 Millionen. Ab dem 7.3. heute um 21.30 Uhr oberhalb vom Observatorium. Heute 1:30 Uhr morgen, ab dem 8.3. ab 20.30 Uhr oberhalb vom Observatorium. 30 Minuten nachdem die letzte Person entfesselt wurde, beginnt die Equipzeit. Ein Interieur. 10 Minuten an einem Ort campen, keine Zwischenfalls. Ey, weck mal die restlichen auch vor. Wir sind 21 Leute. Hä? Ja, irgendwelche Roten, Punkte Roten. Oder irgendwelche Einwände? In Ruhe lassen, bis Kriegsvertrag Ende. Wenn ja, dann bitte jetzt. Was wie sieht es aus mit Waffen? Es gibt irgendwie so ein paar verschiedene Schaf, Waffen aus dem Schwarzmarkt. Das... Wollen wir irgendwas festlegen, dass wir nur mit 50er Pistole und MK2 kämpfen? Also die oder? Aus dem Schwarzmarkt kann ich euch sagen, wir verkaufen die ja. Die sind nur für Zivilisten. Die dürften die Familienleute gar nicht mehr haben. Ja. Das ist, glaube ich, diese Keramik, oder? Genau, genau. Die sind nur für Zivilisten ab jetzt. Kann keiner mehr haben. Die nächste Waffe. Was ist mit Flüchten? Die Flüchten. Ja, ja aufs Wasser rausschwimmen. Ja, mit der, die letzte Person schwimmt aufs Meer raus oder ja, so. Ey, ganz ja, einfach, leben. Wer flüchtet, hat verloren. Scheißegal. Ja, entweder stirbt genauso. Man wie ein Mann oder man oder wer flüchtet, ja, genau. hat verloren. Feierabend. Egal, wer abhaut, der verdient den Sieg nicht. Soll ich das jetzt noch einpflegen oder? Nein, ich glaube, das ist ja, ich glaube glaub, ja. Ich glaube auch nicht, dass das so. Wenn meine Leute abhauen, so. Ich komme freiwillig zu euch, die Sache, ihr habt gewonnen, Bruder. Wenn Leute von mir flüchten, Bruder. Dann geht's aber los hier. Okay, und eine Sache wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob Vargas euch schon angerufen hat, aber die werden auch erstmal nichts gegen euch machen, bis das mit uns zu Ende ist, ja? Ich habe mit denen geredet. Ja, die können ja auch nichts machen. Die standen ja die ganze Zeit an der Wand, diese Fische. Was sollen die denn machen? Die sollen mal lieber da an der Ecke bleiben, bevor die noch, während wir mit euch kämpfen, die mal kurz besuchen. Das ist 2-Minuten-Terrede, diese gelben Pissflecken da hinten am Vespucci. Ja gut, ich meinte ja nur zu deinem Guten, weil naja, wenn ihr rausfahren wollt, weiß, dass sie euch da abfacken können. Die sollen kommen, so, ne? Ich kack auf deren Kopf. Sollen die kommen. Wolli sagt das okay, mit der Route. Aber danke trotzdem, Bruder, ich weiß, du meinst so gut. Kein Problem. Mit der Route. Okay, dann hätten wir alles, ja? Die Route, perfekt. Die Route muss sauber bleiben. Bisschen. Gut. Ich habe einen kleinen, ganz kleinen Punkt. Was ist mit der Route so lange? Bleibt die sauber? Wird da drauf gehen? Wer geht da drauf? Ist immer noch unsauber? Wenn es Zwischenfalls gibt, dann wird da auch nichts gemacht. Okay, bis der also Route bis geschickt. Nach Kriegsvertrag bleibt die sauber. Ja. Gut. Alles klar. Dann bitte ich gerade mal, wer von den. Wen soll ich in die WhatsApp-Gruppe hinzufügen von den Kafkas-Leuten? Bei den Q6 ist es Alfred. Richtig. Ja, mach Schack da rein. Schack, gut. 21.30 Uhr. Kämpfen die, ist der erste Kampf. Dann warte ich einmal hier, bis Kafkas 2 Millionen bringt. Schack, hast du auf Bank? Ist die Kolonne schon ready, Jungs? Ich muss lachen, wenn die da wegkommen. Kennst du das? Ey, Jungs, wer hat Geld? Gib mal, leg, hey, oder hol mal schnell. Warte, ich guck mal kurz. Mach mal schon mal ready, komm. Und bitte einmal Alper und Schack einmal nochmal durchlesen in der WhatsApp-Gruppe und das dann eventuell bestätigen. Bruder, geh mal Geld holen. Mit einem Haken oder mit. Wir fahren gerade Krieg, wir haben Krieg gegen dich. Geht mal alle, Jungs, alle eure Kolonne. Machen wir alle Autos raus. Holt mal Autos raus. Ganz kurz ein Punkt. Wenn Regelbrüche stattfinden, ja, dann behalten wir uns vor, sozusagen, die Geschäftsmänner entscheiden, was dann passiert, ob der Fight wiederholt wird, ob da ein Punkt passiert oder so. Entscheidungen bleiben komplett bei euch. Ja. Genau, ja, die Entscheidung bei Regelbrüchen bleibt bei uns. Alles klar.
Hol kurz das Geld. Ich würde gerade. Keine Chance, Andi. Um 10:30, um 9:30 geht's los. Bei mir hat Handy gerade schon. Good evening, General. Oh, Antoine, grüß dich. Wartet kurz vorne. Wir haben hier kurz was zu klären, dann kommen wir zu euch, Bruder. Bringt ihr mal nach vorne. Könnt ihr bitte vorne warten? Achso, die. Natürlich, selbstverständlich. I love you. Diejenige. Komm mal mit nach hinten, hast du Rütsche nicht gehört? Hey, Walid, ich hol kurz Call-Auto schon mal. Richtig, wie lange habt ihr die Route eigentlich? Seit Anfang an, seit ein paar Tage nachdem die drin war. Richtig, wie lange haben wir die jetzt? 2 Wochen. Richtig? Hallo, ja, hallo, hört ihr mich? Ich glaube, 2 Wochen, seit Anfang an, die hatte keiner vorher. Ach so. Die Routen lagen einfach auf Boden, wurde keiner sich drum gekümmert. Habt ihr die gefunden? Ja. Okay. Nicht schlecht. Ja, aber Geschäft lief die ganze Zeit nicht, weil Kevlarwesten und Verbandskästen drin waren. Jetzt fängt das Geschäft langsam erst an. Also meinst du, wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt? Natürlich, natürlich. Na, dann schauen wir mal. Nur wieder bessere Gewinn. Natürlich, natürlich. Business ist Business und das werden wir auch hier nicht mischen, ne? Hoffe ich. Ich hab's gestern Alper auch gesagt. Ist nichts Persönliches, geht nur ums Business. So sieht's aus. Du Arschgeburt. Na, zeig ich dir ein bisschen nicht. Marek, bist du's? Miese Karot? Hast du dich umgenannt oder was? Meine Lieblingszahl lautet 301. So, eine Sache noch, bevor das hier gleich alles anfängt. Ich bin gleich weg, also schlafen, wenn was ist, ne? Schack ist am Start, du hast ja seine Nummer, Geschäftsmann. Wenn was sein sollte, dann setz dich bitte alles mit ihm auseinander, ja? Alles gut, junger Mann. Alles gut, geh schlafen jetzt, Bruder, ja? Dann schlafen. Ja, Mann. Brötchen verdient. Sehr gut. Das ist wichtig. Das wollen wir sehen. Bon chance, Bruder. Danke dich. Okay, wenn nichts weiter ist, auf Wiedersehen, Kafkas. Adios, adios, danke. Vielen Dank, Geschäftsmann. Danke, Kafkas. Tschüss. Adios. Auf euch wäre Feind, ohne Beleidigungen. Adios, adios, muchachos. Mit einer Beleidigung müssen wir alle Toten rausholen, leider. Ja, ihr wisst, ich hätte euch mal alle Pulle auf, wenn ich hätte. Ich euch mal alle hier auf, kurz. Viel Glück, Jungs. Ich verbeiße, wenn nichts weiteres ist, verabschiede ich mich. Vielen Dank, adios, Sir. Salutiert einmal hier, salutiert mal den Geschäftsmann. Alles gut, alles gut, alles gut. Salutiert einmal. Gebt uns Rückensekt, da einmal nack, geh, Junge. Okay, dann sage ich das für die, die alle da sind. Familie, ihr habt gehört, wir haben das jetzt hier komplett verhandelt. Ihr wisst, was Sache ist. Wir werden nicht toxisch. Ich sage euch, ich habe ein paar Ausdrücke in deren Richtung geworfen. Es kam nicht zurück. Die haben das mit Humor genommen. Deswegen auch weiterhin das Ganze auf Humorbasis halten. Ich bitte euch, das muss nicht toxisch werden. Ich weiß, ihr seid die bessere Familie. Ich weiß, ihr könnt diese Route einfach verteidigen. Und wir werden heute schon den ersten Schritt in die richtige Richtung machen, indem wir heute den ersten Sieg holen. Haltet zusammen, hört auf den Caller. Alle haben die Fresse zu halten im Krieg. Auch die Offiziere haben nichts zu melden. Sondern nur die Leute, die im Krieg dafür eingeteilt sind, die Fresse aufzumachen. Alle anderen, Maul halten. Konzentration. Und das habe ich dir, Walid, gestern auch schon gesagt. Das sage ich euch auch allen nochmal. Immer die Augen offen halten. Immer rechnen, dass uns irgendjemand ficken will. Okay? Ja. Immer damit rechnen. Die Leute sind hier hinterlistig, die Leute sind hier krumm. Ja, ich erwarte von euch Top-Leistung. Ich weiß, dass ihr es drauf habt. Und das werdet ihr heute umsetzen. Ich übergebe jetzt an Walid, der wird euch einteilen. In diesem Sinne, nur der Sieg zählt. Und Sieg oder Abbruch ist die Devise. Ja. Das ist der Weg. Merkt euch das. Sieg oder Abbruch. Was anderes gibt es nicht. Genau. Ist Hili schon oben? Das ist der Weg.
Auf, mach dich stolz, Familie. Das steht hier neben mir. Groupies auf Five, als wären wir Nirvana. Gold auf der Chain ist für Brüder, die stramm waren. Glocke auf mir, ja, das ist keine Uzi. Name ist Cousin, doch wir keine Cousis. Du warst zu frech, ja, dann slide ich wie Tusi. Stehst du noch da, wenn eine Kugel dir zufliegt? Ey, stehst du noch da, wenn eine Kugel da war? Ey, stehst du noch da?